Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Revolution. Schluck auf Revolution Online. Und ja, wir setzen mal wieder Headbutt gegen Bäume ein, weil wir wollen noch mal gucken, was hier alles so wieder drin steckt. Wir haben diese Bäume uns zwar schon mal vorgenommen, aber vielleicht ist ja diesmal was anderes mit dabei. Doppelkick. Okay. Dann brauchen wir was anderes hier. Hauen wir mal ihn raus. Wir müssen einfach stärker werden vom Level her. Deswegen hauen wir jetzt hier mal ein bisschen. Nehmen wir jetzt hier die Bäume durch mit unseren Luschen. Huch, er hat ja gar keinen Kopfnuss. Wumpel! Gibt's auch mal ein männliches? Magnitude. Okay. Rollout. Und dann nehmen wir uns nochmal das da vorne vor. Oh, da war nichts drin. Und dann gehen wir wieder nach oben in die Büsche. Haben wir mit dem Old Man Crack schon geredet? Nö. Also ja, wahrscheinlich schon. Da geht's wieder über die Brücke. Hier dann wieder in den Busch wollen wir rein. Ich glaube, da geht noch so einiges. Guck mal, er ist das Gegenteil von mir. Er hat sich die Haare blau gemacht und den Anzug. Ja, wie heißt es nochmal? Den Anzug grün. Ich hab die Haare grün und den Anzug blau. Rollout. Oh, bringt nicht so viel, ne? Aha! Stufe 14 ist Nidoran jetzt schon. Oh, ein Weedle, Stufe 13 schon. Da wieder ein Geodude dran. Rollout. Sehr schön. Und dann haben wir den nächsten weg. Leider ist keiner von beiden Level gestiegen. Aber ich kann gut mit diesem Busch hier leben, wo Käfer nur drin sind. Denn da komme ich ganz gut mit den beiden klar und dann können die sich trainieren. Und vielleicht ist ja zwischendrin mal was Besseres drin. Als nur... Käferchen. Vielleicht irgendeine kleine Überraschung, irgendwas, was uns unser Team nach vorne bringt. Guck mal, er hat da Nidoking. Odish. Ich glaube, gegen Odish haben wir auch nichts im Prinzip mit dem. Da bringen wir mal Taubsi ins Spiel. Tauboga. Taubsi ist eine Beleidigung. Gust. Geschafft. Alter, das bringt zu wenig Erfahrung, so eine Scheiße, ey. Kann man sich das auch gleich sparen.
PG, das kann Nidoran alleine machen. Double Kick. Double Kick. Gut Kick. Sehr schön, das tut gut. Das tut dem PG gut. Den Nidoran gut. Oh, Caterpie schon Stufe 14. Rollout. Na, das hätte man eigentlich auch fangen können. Habe ich auch eben eigentlich überlegt, aber gut, scheiß drauf. Rollout. Ja, Nidoran Stufe 15. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es sich entwickelt, aber ich glaube, das ist schon ganz gut. Ich glaube, Stufe 16 könnte es theoretisch, könnte es eventuell sein. Das Ode springt einfach keine Erfahrung, das brauchen wir nicht. Da können wir lieber, warten wir lieber auf den nächsten Caterpie wieder. Double Kick. Bringt nichts, ne? Und wieder Geodude ins Game. Rollout. Ah, scheiße, er war auch noch schneller. Nein! Haben wir das PG auch mal eben weggeschlemmert. Wir gehen mal weiter nach rechts. Vielleicht gibt es da noch irgendeine Zone, wo noch härtere Kreaturen, Pokémon in den Büschen sind. Ja, Camper Flint machen wir auch nass. Double Kick. Ah, bringt auch schon wieder nicht effektiv. Dann bringen wir da mal Schillock rein. Headbutt. Blubstrahl. Geschafft. Ich probiere es einfach mal mit Nidoran, ob er das packt. Double Kick bei Fight. Ach, scheiße, ey. Dann macht Taubsi das Ding. Tauboga, sorry, bin wieder verkackt. Und wir tauschen jetzt mal Seedot nach vorne. Der braucht auch unbedingt Training. Pokéball gefunden.
Da ist auch wieder eine Höhle. Und Höhle war von der Erfahrung her 10-mal so gut. Wie... Ja. Huch. War von den Erfahrungen her 10-mal so gut wie die Büsche. Blubstrahl. Ach, ich hau die jetzt alle so weg. Das bringt nichts, sonst wird sie dort auch nur platt gemacht, wenn ich das die ganze Zeit tausche jetzt. Headbutt. Ah, schon wieder so knapp. Oder Gun. Lobstrahl. Schön viel Erfahrung gewesen für ihn. Rettern haben wir schon gesehen. Wir mal zu... Zu wem wechseln wir denn am besten? Shillock. Headbutt. Was? Was hat er denn da gemacht? Warum hat er... Wie hat er mich paralysiert? Ah, der Lurch. Alter, jetzt geht hier kein Angriff durch, oder was? Nochmal ein Blubstrahl. Dann haben wir's. Ja, sauber. Blubstrahl. Dort. Dann kommt Quapuzzi. Quapsel. Lobstrahl. Ich kann das hier auch mal wieder zumachen. Aquaknarre. Oh, Seedot entwickelt sich. Sehr schön, weil der auch einfach zu schwach war als diese Nuss. Schon auf Stufe 14. Yes. Okay. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber gut, wir werden sie auch noch schaffen. Bin ich eigentlich relativ überzeugt von. Jetto. Fight Gust. Sauber. Quick Attack. Gust. Tackle. Na gut, mit Ruckzuckhieb hätte ich mir noch einen Gegenangriff sparen können. Geschafft. Ist hier nur eine Hut? Bill. I'm Bill, do you think you could do me a favor? You will awesome.
Wir sollen ein Buch für ihn finden. Er hat irgendeins verloren. Das ist Professor Bill. Ich gehe jetzt irgendwie mal davon aus, dass es dieses Buch hier hinten ist. Nee. Also da geht nichts. Kann ich nicht anklicken. Es könnte natürlich auch eins von denen hier hinten sein. Jetzt habe ich wirklich alle Regale durch. Verdammt. Also ich habe hier kein Buch gefunden. Was sein könnte. Nö. Aber könnten wir nicht sogar in dem Bett einmal schlafen, eine Runde, damit wir uns erholen? Das wäre eigentlich perfekt, aber... There's nothing else. Ja, ich würde sagen, wir machen hier erstmal auf jeden Fall einen Break an dieser Stelle. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lasst. Würde und sage jetzt mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.